Hi, da bin ich wieder und los geht's mit den superschönen Zweierpack zu Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und da haben wir den Film, den Animationsfilm hier, Batman vs. Turtles. Ich finde ihn wirklich richtig gut gelungen. Der hat mir sehr gut gefallen. Habe ihn schon ein paar Mal geschaut, auch wenn es jetzt schon ein bisschen wieder länger her ist. Aber der ist wirklich ganz gut gemacht. Ich habe gehofft, dass da ein bisschen mehr kommt. Ist es leider nicht. Schade. So, hier haben wir die Figuren, also das ganze Sortiment. Und zwar haben wir hier Robin und Raffi. Und die ganzen Zweierpacks gibt es. Raffi und Robin, Leo und Batman, Batgirl und Donnie, Alfred und Michelangelo, genauso wie Ra's al Ghul und Shredder im Zweierpack. Aber das ist nicht alles, denn da ist er. Michelangelo, wer den Film gesehen hat, der wird jetzt wissen, warum, hatte doch das Cape von Batman und die Maske anprobiert. Und den gab es so auch einzeln als Figur, finde ich mega cool. Es gab ihn ja hier so und einzeln als Batman-Figur. Mega, 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 mega cool. So, aber heute und hier geht es jetzt um Raffi und um Robin. Und auf dieses Set habe ich schon lange gewartet. Freue mich mega drauf, dass ich das jetzt in meinem Sortiment habe und freue mich natürlich umso mehr, es auszupacken. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich die anderen ausgepackt habe. Ich habe nämlich jetzt alles Set, bis auf das mit Batman und mit Robin, habe ich jetzt schon alle ausgepackt und aufgemacht. So. Schieben wir mal vorsichtig raus. So, auch die Verpackung an sich. Ganz schick, dass sie nochmal alle drauf sind. Aber jetzt holen wir ihn mal hier raus. Da haben wir sie. Bis auf Donatellos Kopf. Ja, ich bin ganz ehrlich. Bis auf Donatellos Kopf finde ich die super gelungen. Aber Donnys Kopf, ja, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zum Glück hatte er zwei und man konnte es ein bisschen eintauschen. Aber der Rest ist richtig gut gemacht. Mit der Zeit sind so ein bisschen hier, ja, die Gelenke ein bisschen an den Beinen locker geworden. Schade, aber ja, was soll man machen? So, dann bleibt er ein bisschen liegen. Es ist nämlich auch von DC Collectors. So, jetzt wollen wir mal schauen, was er hier hat. Wir haben hier einen austauschbaren Kopf von Raffi und eine Pizza mit vier austauschbaren Händen plus natürlich die zwei Seiten. Und bei Robin haben wir auch einen austauschbaren Kopf, plus im Hintergrund dann noch ein paar Waffen. Wobei Robin, ist das dann der Sohn, es müsste halt Damon sein, im Grunde genommen von der Story-Geschichte her. Ich will jetzt aber hier auch nichts Falsches erzählen. Das ist ja von Ra's al Ghul der Neffe dann. Aber hier ist es, glaube ich, in dem Fall einfach nur Robin. Oder ist es dann schon Ra? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade was vertausche. Ja, da haben wir ein bisschen Zubehör und zwar ein Base, dann ein paar Batman-Wurf-Sterne, Pizzateil, den großen Stab, vier austauschbare Hände und jeweils diese Pfeile für das Batman-Teil, wo sie sich auch hochschwingen können. Cool. Da haben wir ein bisschen was an Zubehör, muss man sagen. Wobei, bei dem Base hier muss ich mal schauen, das ist ein Gulli. Weil das ist nicht mit einem Stöpsel, wo man draufstehen kann. Das muss ich mir gleich nochmal genauer ansehen. Wobei, wir können es auch rausholen. Wir können es ja auch so machen, dass wir das Ganze rausholen. Das Schöne ist ja, man kann hier einfach aufmachen, ein- und auspacken. Finde ich sehr gut gemacht, sehr gut gelöst. So, hier einmal. Und was steht hier drauf? Gotham City. Schon cool. Dann haben wir hier, oh, jetzt kommen wir zu ganz vielen kleinen Teilen. Uiuiui, da haben wir den Stab. Sieht auch ganz gut aus. Ja, sieht ganz cool aus.
Ja, so ein bisschen dünn. Und dann kommen wir zu dem ganz vielen Kleinkram. So, einmal geschüttet auf meine Hand. Da haben wir ganz, ganz viel Pizza haben wir. Die ist auch sehr dünn, aber sehr schön geformt. Und da haben wir noch so ein Batman-Teil, was ein bisschen Rauch gibt, wenn man es schmeißt. Die kleinen sind die Kipper. Nee, die sehen auch ganz cool aus. Batman-Sterne hier. Und dann 4 austauschbare Hände. Dann haben wir hier noch einen kleinen Stock. Zack. Und was ich hier noch zusammensetzen möchte. Zack. Auch ganz cool, darf irgendwie nicht fehlen. Wenn es um Batman geht natürlich. Da haben wir ein austauschbares Teil. Das finde ich ganz gut, wenn sowas mal verloren geht. Aber es ist auch dafür da, weil eins ist schon ausgedehnt, also offen und eins ist noch naja, geschlossen, bevor es aufgeht, damit man sich einhaken kann. Ganz cool gemacht. Und natürlich die Hände, die winzig sind. Greifbare Hände, Fäuste und so weiter. So, jetzt holen wir mal den Kopf raus. Zack. Ja, der Kopf ist schon ganz cool gemacht. Das ist auch, also ein bisschen düster, würde ich schon sagen. Auch vom Farbton her, aber ich finde, er ist ganz gut gemacht. Kann man nichts sagen, oder? Also ist schon. Hier ist irgendwie so ein Kratzer oder sowas. Ja, aber ansonsten ganz nett gemacht. So, dann bitte die Zange. Dann einmal Robben rausholen. So, und hier haben wir ihn auch schon. Auch wunderschön der Kopf, die Haare, die Bemalung, dieses Dunkel finde ich auch sehr schön. Das sind schon ganz coole Figuren. Er hat auch super dünne Beinchen hier. Mal schauen, wie er gleich steht. Und er hat nicht mal hier so ein Löchlein, dass ich ihn auf ein Base stellen könnte. Das ist hier nicht machbar, aber wir schauen jetzt gleich mal. Ja, dann das Cape hier. Das ist halt hier beweglich, weil hier ist es ja unten, weil er diese Kapuze da nicht auf hat. Aber wenn wir dann den Kopf austauschen, dann. Oh, der Kopf ist auch schon ein bisschen locker. Nein! Dann kommt das ja weg. Das soll ja nur aussehen, als wenn er die nicht anhätte. Also Kopf ist irgendwie ein kleines bisschen zu locker. Guck mal. Nein. Aber gut, der Kopf ist dran. Kugelgelenk, dann Ellenbogengelenk, dünnes Ellenbogengelenk, Handgelenk hier. Das sind die Fäuste, die werden wir gleich austauschen, weil der soll schon ruhig nach Pizza oder seinen Stab in die Hand bekommen. Das wäre ja nicht verkehrt. Dann hier, ja, vorne das Gelenk. In der Hüfte ist noch ein Gelenk. Aber dass der Kopfstier so ein bisschen locker ist, das ist schon ein bisschen ätzend. Naja, dann Spagat. So einigermaßen. Doppelte Kniegelenke. Der hat auch wirklich extrem dünne Beine. Ich teste auch gleich mal, ob der überhaupt steht. So, und dann nur noch hier vorne der Fuß. Okay, das sind jetzt nicht so super viele Bewegungspunkte. Aber der Kopf, das finde ich ein bisschen schade, dass der so locker ist. Naja, vielleicht hilft da heißes Wasser, wer weiß. Was ich nicht dabei habe, wieder mal. So, dann tauschen wir mal den Kopf aus. Ja, der ist ein bisschen fester drauf. So, dann hat er die Kapuze hier auf. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Und ja, jetzt tauschen wir mal die Hände aus. Was geben wir ihnen? Also irgendeine Hand, wo was halten kann, definitiv. So dünne kleine Händchen, das ist so dünn. Da muss man echt aufpassen. Oh, die Hand ist auch sehr schmal. Das ist, meine ich, für. Weiß ich nicht, für was. So eine dünne, schmale Hand.
Muss ich mal schauen, aber wir können auch eine andere Hand nehmen. Hä, die ist ja genauso schmal, warte. Wir könnten vielleicht diese Hand nehmen. Na. Ah. Okay. Die ist vielleicht schon ein bisschen besser. Also hier. Dann kann er mit der Sicherheit schon mal seinen Stab in die Hand nehmen. Ja, das klappt schon. Oh, wobei nicht ganz, ist locker. Oh, nein, 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 nein. Hä? Okay, da mit dieser Hand geht das schon mal nicht. Ich hoffe, dass es aber mit eins der Händen funktioniert. Weil das würde ich ein bisschen zu schade finden, wenn er jetzt keine Hand dabei hat. Pizza geht. Okay. Also, Pizza essen kann er schon mal. Gut zu wissen. Der ist auch so dünn. So, dann schauen wir mal, welche Hand kann er denn nehmen? Welche Hand könnte er nehmen, dass das funktioniert? Nee, mehr Hände hat er auch nicht. Also der Stab muss irgendwie hier in diese Hände passen, weil mehr Hände hat er nicht. Das sind ja Fäuste. Dann sind es die extrem schmalen. Da muss ich mal schauen. Und diese Hände. Wobei die passen mir auch eher zu Tier. So ein Stern. Der passt auch nicht in die Hand. Oh, das ist ja. Nee, warte. Okay, der hat ja noch die andere. Hups. Der hat ja noch die andere Hand. Nee, das ist die Faust. Wo ist die denn? Wo ist denn die Hand? Hier. Da kann er den Wurfstern zum Beispiel halten. Also das würde zum Beispiel gehen. Aber den Stock hier, diesen Stab, ja, den muss er doch halten können. Und das geht leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Also der Kopf ist ein bisschen locker, das finde ich nicht so toll. Und wenn er den Stock jetzt nicht halten kann. Doch hier, guck mal, wenn er es so macht, geht das. Okay, also wenn er ihn so in die Hand nimmt, dann hält das. Hätte mich jetzt schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ein bisschen erschrocken, wenn das nicht gepasst hätte. Ja, der ist jetzt super dünn. Mal gucken, ob wir ihn zum Stehen bringen. Schade, dass hier das Ganze nicht als Base dient. Also als Base in dem Sinne, dass hier ein Stäbchen ist und dass es passt. Ja, gleich. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Da er so dünn ist, müssen wir das alles ausbalancieren. Der steht jetzt nicht so perfekt. Mit seinen Füßen. Also, er steht schon, wenn man ihn wahrscheinlich richtig ausbalanciert. Aber, warte mal. Na gut, ich wollte gerade sagen, man pustet einmal und der kippt, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Okay, so, dann wollen wir uns jetzt endlich Raffi anschauen. So. Gucken wir mal, ob das hier auch einfach zum Öffnen ist. Ja, sehr schön. Bei mir wird das zwar alles nicht mehr drinnen landen, aber es ist trotzdem eine schöne, angenehme Art der Verpackung. Oh, hier sehe ich schon ein paar kleine Farbfehler. Aber ansonsten sind das sehr große Sei, sehr dünn hier. Also die sind wirklich sehr dünn. Also da muss man immer aufpassen bei den Waffen. Meistens ist es bei den Katanas leider schade. Aber sonst sehen die ganz gut aus. So sehen die Sai aus. Ja, ist okay. Dann haben wir die zwei Sai. Dann haben wir hier den Kopf. Der Kopf. Und hier gucken wir mal gleich, wie der Kopf hält. Wie das Ganze ist. Aber so im Ganzen sieht er. Sieht ja schon ganz gut aus, oder? Raffi. Ich hätte jetzt voll Lust, wieder mal den Film hier anzusehen. Hier haben wir noch ein Pizzastück. Ich meine, es ist dasselbe. Ja. Da haben wir jetzt hier zwei Pizzastückchen. Finde ich ganz cool, weil ich habe auch diese Verpackungen der Pizzas, das Schachteln, und da sind manchmal nur ein paar Stücke drin gewesen. Und so kriegst du dann eine ganze Pizza zusammen. Und hier haben wir Hände und Raffis Hände sind natürlich im Vergleich zu Robins Hände, also nichts. Das ist ja wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht, die kleine Faust hier, schaut mal zum Vergleich.
Das ist eine Hand, das ist die andere Hand. Ja, schöne große Hände. Und jetzt wollen wir aber Raffi mal langsam rausholen. So, einmal hier. Oh, Vorsicht. Nochmal. Ja, fest. 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 Okay, super, zeig mal. Ja, okay, dann hier noch einmal, damit wir die öffnen können. Super. So, dann holen wir jetzt Raffi raus. Vielleicht erstmal in den Beinen. Da haben wir ihn schon. Raffi ist draußen. Was für ein Brummer im Gegensatz zu seinen Brüdern. Aber auch hier sind die Gelenke ein kleines bisschen wackelig. So sieht er aus. Unser Raffi. Da ist er. Nicht das bewegen. So sieht er aus mit seinem Panzer, mit hier mit seinem Gürtel. Wobei, für was sind die Löcher? Ich weiß jetzt gerade nicht. Für die sei nicht. Ich meine, die passen hier in der Seite. Ja, ein bisschen stört es mich, dass die Beine immer so extrem locker bei denen sind. Also hier, das ist sowas von locker hier. Aber gut, was willst du machen? Da ist der Kopf jetzt beweglich. Auch hier sieht man die Bandanas. Dieses geknickte Quick, Quick. Das liegt einfach nicht so sanft drauf. Können ja gerade mal den Kopf tauschen und uns das Ganze mal angucken. So, tauschen wir gerade mal den Kopf. Wobei ich sehe jetzt schon, das gefällt mir nicht so dolle. Ich glaube, ich werde den Kopf wieder zurücktauschen. Und zwar wieder drauf. Ich glaube, der gefällt mir besser. Ich glaube, den lasse ich auch. So, dann hier ist ein Kugelgelenk. Dann haben wir ein Ellenbogengelenk. Die haben alle nur ein Ellenbogengelenk. Hier ist zwar so ein bisschen dieser Schutz, dass da ein bisschen abgedeckt ist von den Gelenken, aber da steht auch so ein kleines bisschen ab. Ich meine, das geht noch, ja, es gibt Schlimmeres. Dann die Hand, die beweglich ist. Die tausche ich aber aus, weil ich möchte gern, dass er was in die Hand nimmt. Sie Seil sind oder irgendwas anderes, Pizzastück oder so. Oh, oh Gott, das wandert hier. Mal gucken, ob ich das reinbekomme. Oh, warte. Boah, das ist gar nicht so einfach. Das rutscht mir immer weg. Fast, fast, fast. Okay, ich hab's drin. Das ist die Hand. An sich die Hand mit den Bandagen, das sieht schon ganz gut aus hier. So, dann haben wir hier den Körper. Das ist beweglich. Auch hier die Bewegung, da ist ja eine. Hier, das sieht man. Das haben schon ein paar Turtles. Der Gürtel ist zwar ein bisschen elastisch, aber eher fest. Und die Beine sind halt beweglich. Und dann hat er doppelte Ellenbogen, Kniegelenke meine ich, doppelte Kniegelenke. So. Die sind wenigstens ein bisschen fest im Gegensatz zu den Beinen. Und hier in den Füßen hat er noch ein Gelenk. Und der hat hier schon große, schwere Füße. Und dementsprechend mache ich mir da weniger Sorgen, dass der eher steht. Der bleibt mir schon eher stehen hier als die anderen. Das ist ja schon ein Brummer hier. Aber das hier, genau, wenn das nämlich locker ist, dann rutschen die so hin und dann steht er da und hat so einen Spagat.
Das finde ich mich ein bisschen schade bei den Figuren. Und man kann das mit dem Base nicht ausgleichen, weil die haben hier kein Loch für, dass du ihnen ein Base hinstellen kannst. Das ist ein bisschen schade. Wir werden jetzt aber mal die. Obwohl, nee, das ist ein bisschen schwieriger mit der Hand. Ich wollte, dass er vielleicht ein Pizzastück oder die Sei. Mal gucken, ob ich die vielleicht hier unterbringe. Hier an der Seite. Da könnte ich die zwei Sei unterkriegen. Und hier an der Seite. So, genau. Da passen die recht gut. Muss halt aufpassen, die sind wirklich super dünn. Hier, das Ganze ist so, das sieht man schon, hier ist komplett wackelig. Das finde ich ein bisschen schade bei den Figuren. So, da sieht man die, vielleicht auch mal von hinten, was für ein Brummer das ist. Und dann sehen wir auch Donny, auch der hier, komplett locker die Beinchen bei diesen Figuren. Der steht dann da hinten dran, der ist zwar ein bisschen länger, aber er ist schmaler. Dann haben wir Michelangelo, viel kleiner, also das sieht man ja schon einen Unterschied, viel, viel kleiner. Und ja, einer fehlt noch, und zwar der Leonardo. Und das ist der nächste, also das nächste Zweierpack. Set, was ich auspacken möchte, damit die vier Jungs endlich beisammen stehen, so inwiefern sie auch stehen können. Ja, aber ich wollte die unbedingt vervollständigt haben. Nicht nur zwei Turtles, sondern alle vier Brüder nebeneinander. Schade, dass Splinter nicht da ist, verstehe ich gar nicht. Dass Michelangelo nochmal als Exclusive mit dem Cape rausgekommen ist, finde ich ja mega geil. Ganz ehrlich, finde ich wirklich mega geil. Aber dass Splinter nicht dabei ist, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, wir haben hier auch Robin. Ich habe jetzt hier Alfred nicht da, der ist noch in der Vitrine. Ich habe noch nach Batgirl. Und ja, dann wären das auch alle. Aber dass Splinter nicht rausgekommen ist, oder ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, dass Splinter als Figur zu dieser Figurenreihe mit dazugekommen ist. So. Habe ich vielleicht was verpasst? Also, falls jemand von euch weiß, dass es Splinter gibt, kann er mir gerne Bescheid geben. Ja, das war jetzt Zweierpack Robin und Raphael mit ein bisschen was an Zubehör, aber auch mit ein paar kleinen Macken, was die Bewegungspunkte angeht. Und ja, eigentlich sind es nur die Bewegungspunkte, ganz ehrlich, dass die Beinchen so locker sind. Und wenn die Beinchen schon locker sind, dann hätte man wenigstens unten ein Loch, damit man es ein Base draufsetzen kann. Aber die haben alle kein Base. Also kein Base sowieso, aber auch kein Loch, damit sie auf dem Base stehen könnten. So. Mega cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Unboxing. Und zwar mit Leonardo und Batman. Bis dahin. Bye, bye.